Hitzekuhle. Ich suche das Ohlne-Kraftwerk, keine Ahnung, wo das liegt, ja. Klar weiß ich, wo das ist. Immer hier entlang. Es gibt nur ein Problem. Hier leben ein paar Todeskrallen, die ungebetene Gäste nicht ganz so gern mögen wie wir. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich habe keine Angst vor den Todeskrallen. Wenn es so viele Todeskrallen gibt, wie schafft ihr es dann zu überleben? Warum steckt ihr hier unten? Ja, hier. Na, was glauben Sie denn, wie wir überlebt haben? Wir laufen einfach schneller als die anderen. Nicht besonders ehrenhaft, ich weiß, aber was soll's. Wir leben noch, die anderen nicht. Ich kann's verschmerzen. Hören Sie, es war nicht meine Schuld, okay? Es war nicht meine Idee, uns hier unten im Tunnel niederzulassen. Ich ging einfach mit. Aber was soll's, was passiert ist, ist passiert. Ich und Kit ziehen jedenfalls Leine. Sie sind von da reingekommen, also kommen wir da auch raus. Machen Sie's gut. Okay, ich habe das schlechte Gefühl, dass wir auf dem nächsten Weg uns verlaufen könnten. Weil sonst hätten die nicht so ein Theater geschoben. Lager auschecken hier. Die haben sich aber echt gemütlich gemacht. Davon gehe ich mal. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass so früh keine Todeskrallen kommen. Ich nehme mal das Plasmagewehr in die Hand. Ach, hier komme ich her. Das ist doch Schwachsinn. Hier haben wir Vorkriegsgeld, Stange Zigaretten. Wir sind nicht direkt überladen, das ist schön. Müll. Ich frage mich, wie die so lange hier Vorräte hatten. Was ist das? Morvas Rattenfleisch. Die haben sich echt gemütlich hier unten gemacht. Aber leben könnte ich hier nicht, auf keinen Fall. Okay, weiter. Quick Save. Um die Ecke. Wow. Machen wir einfach weiter. Die Musik wird immer dramatischer und ich habe noch immer keinen Gegner gesehen. Die haben sich hier verdammt gemütlich gemacht. Wir haben die den Billardtisch hier runterbekommen. Badger. Sturmjägerhut. Brauche ich nicht. Billardkühlspielkugeln. Pfui. Okay, hier brennt. Wer bist du? Connelly. Mal sehen, wie viele hier noch sind. Das ist Underworld 2, nur fehlgeschlagen. Wer bist du? Dunbar. Oder Dunbar. Dunbars Notiz. Das ist gut, da war Munition, aber scheiß drauf. Karl, Ödländer, Arztanzug. Ich find's aber wieder ironisch, wenn ein Ghoul ein Arzt ist. Okay, Notizen. Falls Sie das hier lesen, dann liegt es daran, dass Sie vielleicht helfen können. Wir haben vor kurzem... wir haben vor, uns zu vergrößern. Underworld war ein guter Anfang, aber wir haben jetzt einen Viertel sicheren Ort... Ein Viertel? Aber wir haben jetzt einen viel sichereren Ort für uns gefunden, an dem wir uns ein neues Zuhause aufbauen können. Okay. Old Olney. Niemand kommt hier dorthin und niemand kämpft hier auf die... Käme je auf die Idee, dort nach uns zu suchen. Unter der Stadt ist unglaublich viel Platz, daher suchen wir nach einigen kräftigen Leuten, die uns dabei helfen können, ein paar Wände durchzubrechen, unterirdische Kammern auszuräumen und Dinge ins Rollen zu bringen. S. Ja, SS. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir schon einen mit S am Anfang getroffen haben. Das hätte ich mir merken können. Oh. Das ist nicht gut. Schnell, den treffe ich noch. Kritischer Treffer, ja. Ich habe einen. Okay, flankieren! Ja, Plasmagewehr gegen Todeskrallen ist gar nicht so schlecht. Ja, ich weiß das nach. Ach, der ist schon tot. Okay, die lasse ich mal liegen und gehe einfach weiter. Verdammte Todeskrallen. Sieht nicht gut aus hier. Okay, das war mal ein Krankenhaus, denke ich. Da geht's auf jeden Fall runter, aber wir wollen erstmal hier oben alles angucken. Kraftwerk finden. Ich bin in einem Krankenhaus, verdammt. Ach, bestimmt irgendwie ein Notstromgenerator oder so. Auf jeden Fall glaube ich, dass ich im Krankenhaus bin. Hallo. Ach, hier geht's weiter. Edotronic 3000. Fancy Land. Hier drüben. Let's gucken. Wo? Ja, komm, ich weiß, du bist viel stärker und so. Sehen wir ja, wenn du tot bist. Ja, schlag mich zurück. Hab zur Hölle. Ich bin froh, dass das vorbei ist. Ja, ich auch. Ich bin froh, dass er zu Popelmasse geschmolzen ist. Ach ja.
wohl runterspringen. So. Nuka-Cola-Automat, das lobe ich mir. Hallo. Eine Nuka-Cola. Oh, oh. Falle, Falle, wo? Ja, toll. Die hat was aufgemacht? Nee, du guckst nur grimmig. Okay, Müll. Was haben wir hier? Geht's noch weiter nach unten? Wir haben nichts drin. Ist gar nichts. Was haben wir hier? Gar nichts, gar nichts. Och. Ich hasse Labyrinthe. Oh oh, oh oh, Pause. Sorry, das war mein Wecker, der ganze 2 Stunden zu spät geklingelt hat. Nehmen wir mit. Das Munition, Granaten. Das wollte ich gar nicht mitnehmen, das auch nicht, aber jetzt habe ich es eh. Chinesisches Sturmgewehr. Das sieht verdammt gut aus. Kann man das auch? Nein. Wieso bin ich darauf, auf die Dinger zu springen? Ja, Quinte. Mine, Mine, komm mit. Toll, die Mine war hier und ich bin zurückgelaufen. Das ist wunderbar genial. Ich glaube, irgendwie treffe ich ihn nicht. Verreck doch einfach. Hey. Bis du hier bist, bist du hier. Die kriegen wir. Ja, klar kriegen wir. Los geht's. Hau mal richtig durch, Herr Wund, bitte. Mit mir essen. Wir heilen uns jetzt mal ein bisschen anders. 6 sind die Blutpakete. Nicht gut Kirschen essen. Okay. Da hinten sich direkt noch ein. Kommst du? Ja. Ich dachte, ich hätte was gehört. Wo? Ja, ja, ich weiß, das ist auch so gefährlich. Noch eine Ladung gefällig? So. Heilen. So, ein bisschen die Blutpakete aufbrauchen. Dann haben wir nämlich wieder jede Menge Platz. 20 von Blutpakete ist nämlich nicht gut. Mitnehmen. Darts. Ja, sonst ist hier nichts. Wir gucken mal da drüben. Das ist bestimmt eine Kronkorkmine. Ne, eine Lunchbox. Zutaten für eine Kronkorkmine. Ist genauso schlimm. Okay, weiter. Im Hintergrund höre ich irgendetwas irgendwem zerfleischen. Ne, na doch. Doch, doch, ja. Was haben wir noch? Da liegt doch was drunter. Jetzt hau schon ab. Verdienstclipboard, ne, brauche ich nicht. Brauche ich eindeutig nicht. Ein paar Fleischreste. Nicht gut. Ich hasse euch, ich hasse euch. Fahrt zur Hölle. Wo fahrt zur Hölle? So. Öffnen. Kleiner Raum finde ich gut. Oh, den nehme ich mit für zu Hause. Okay. Handbremse. Ah, Munition fürs Scharfschützengewehr. Mikrofusionszellen. Vitamine brauchen wir nicht. Jetzt, mach Platz. Wir ruhen uns mal 2 Stündchen aus. Husch, husch. Und wieder geheilt. Tür öffnen. Uah. Ja, toll. Geh ich lieber außen rum. Ich leg mich nicht nochmal mit der Tür an, die ist zu stark. Ist bestimmt über Level 30. Nochmal eine Werkbank. Vielleicht haben wir hier eine Kronkorkmine. Jeps. Radio. Verschlossen. Machen wir nicht mehr auf. So. Alles mitnehmen. Wie lang ist denn der Weg noch? Sind wir schon da? Nein. Das sieht aber jetzt auch wieder mehr nach Kraftwerk aus. Aha. Oh. Weil ich keine Ahnung habe, wie ein Kraftwerk in voller Zahl aussieht. Obwohl, wir waren schon in jede Menge. In jeder Menge Kraftwerke. Stirb ins Herz. Das war's dann wohl. Ja, warte mal Zeit. Das sieht echt aus wie ein Kraftwerk. Überall Generatoren und so, ein Hightech-Kack. Abgesägte Schrotflinte. Brauchen wir nicht. Ah, da, 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 da. Hier ist gar nichts. Einmal drum rumlaufen, umsonst. Aber hier wird schon wieder gepflegter, was die Räume angeht. Von der Höhe her müssten wir theoretisch wieder... Ach nee, wir sind hier den langen Weg rausgegangen. S-Olni, keine Ahnung, Gebäude, konnte ich gerade nicht lesen.